1985, da war eine Schallplatte ausgestellt mit einem jungen, knabenhaft wirkenden Herrn vorne drauf, mit blonden Haaren, hat in die Kamera gegrinst, mit einem blau-grauen Schal umgewickelt. Zwei Mozart-Konzerte. Die neue Edition, das sind alles Stücke, die ich über Jahrzehnte gespielt habe. Also gerade Beethoven und Berg, möchte ich fast sagen, die Violinkonzerte, die mir mittlerweile am allernächsten stehen. Ein Werk, was man über sein ganzes Leben lang immer wieder spielen muss und wachsen muss damit. Ich wollte so gerne dieses Stück aufnehmen und dass das hier geklappt hat, war auch ein Wunschtraum von mir. Die Geschichte vom ersten Bartok-Violinkonzert ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Der Bartok war damals 26 Jahre alt und hat sich unsterblich in eine, ich glaube, 15-, 16-jährige Geigerin verliebt. Die hieß Steffi Geier, eine ungarische Geigerin. Und der hat ihr dieses Geigenkonzert komponiert. Er steht da mit einer Leichtigkeit vorne und wenn ich ihn beobachte, er ist nur noch ein Medium der Musik. Er macht sich keine Gedanken vor schweren Stellen. Er hat eine wahnsinnige Lockerheit. Man hat das Gefühl, je schwieriger die Passagen werden, desto lockerer wird der ganze Körper. Man muss erstmal diese Zwölftonmusiken, diese ganze Konstruktion verstehen, bis man dann irgendwann an den Punkt kommt und sieht, es ist ein romantisches Geigenkonzert. Mit Kirill Petrenko, das war ein Wunschtraum von mir, dieses Bergkonzert mit ihm zu machen. Wir kennen uns seit ein paar Jahren schon so unglaublich, als ich kam, weil zur ersten Probe merkte ich, er muss da schon irgendwie eine Probe vorher ohne mich da ganz lange gearbeitet haben. Und Orchester spielte so unglaublich transparent und gekonnt. Und dann waren die Konzerte wirklich, das war eine Sternstunde auch. Also ich freue mich, dass diese Edition auch mit drei meiner wirklich liebsten Dirigenten, musikalisch sowie auch menschlich, so, dass ich das habe machen dürfen. Thank you.